Ah. Ah. Ja. Balui? Und wo ist der schon wieder hin? Wir haben uns doch gerade erst wieder vereint. Ich kann mich gerade erst wieder an alles erinnern. Und jetzt... Ah. Ist er einfach wieder weg, ohne mir Bescheid zu geben. Ich weiß echt nicht. Also... Ich erinnere mich an die Freundschaft mit Balui, aber... Ich zweifle immer noch dran, ob das irgendwie gerade sein Ernst ist. Ich dachte, wir machen alles zusammen. Was ist das hier? Das sieht nicht sehr lecker aus. Naja, also ich muss sagen, was ist das hier alles? Was ist das? Was passiert hier? Ach, das ist ein Tor. Warum ist das so hässlich? Und was ist, was wird das hier alles? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich die Bewohner der Stadt irgendwie dazu bringen, mit Gaia zu reden. Weil, ja, Gaia ist auch voll in Ordnung. Also, das ist meine Meinung. Ich weiß es nicht. Ey, Balui, sag mal, wo steckt der denn schon wieder? Mann. Hast es ja nicht. Balui! Wir haben uns erst wiedergefunden als beste Freunde. Und jetzt ist er wieder weg. Was soll denn das eigentlich? Balui! Vielleicht können wir heute zusammen mit Gaia reden. Zeig dich doch, du Lümmel. Mann, er ist so unfähig. In Momenten, wenn man ihn braucht, ist er einfach weg. Danke dafür, Mann. Was ist das da hinten? Da geht ein Strahl hoch. Was ist das nur? Moment. Ich versuch mal mit dem Stab auf die Mauer zu kommen. Vielleicht kann ich dann herausfinden, was dort oben ist. Au, aua! Huiuiui. Was ist das da hinten? Was, hä? Okay. Ich muss mal gucken hier. Ah, mich juckt's irgendwie ziemlich am Kopf. Okay. Vielleicht habe ich Läuse. Was ist das? Was ist das nur? Seltsam. Okay. Aber die Stadt scheint ja gerüstet zu sein und ist sich auf jeden Fall sicher, dass Gaia angreifen wird. Naja, also... Laut meines Erachtens nach will Gaia wahrscheinlich nur vorbeikommen, um sie zu überzeugen. Wir sollten vielleicht Gaia nicht sofort angreifen. Weil vielleicht können wir dann alle in Einklang leben. Zusammen irgendwie. Na? Also, es wäre irgendwie cool, wenn jetzt alle aus der Stadt hier wären. Dann könnte ich Gaias Sohn, Garm, könnte ich dann rufen. Und er könnte denen dasselbe erzählen wie mir. Also, das wäre das Einzige, wo ich sage, yo, das macht Sinn. Weil sinnlos gegeneinander kämpfen, nachher wird noch der Baum beschädigt dabei. Alter, diese Kristalle, die sehen ja atemberaubend aus. Und Balui hat ja den einen da in die Luft gejagt, obwohl er mir ja geholfen hat. Ich habe da oben drauf meditiert und habe die Erinnerungen an Balui zurückbekommen. Hätte Balui vielleicht nicht den Kristall angegriffen, hätte ich vielleicht noch viel mehr Erinnerungen zurückbekommen. Oh Mann, was ist... Oh Gott, es juckt so fürchterlich. Keine Ahnung. Naja, ich sollte noch mal die Kristalle so von nahem anschauen. Also, ich habe, um ehrlich zu sein... Ja, frage ich mich, ob ich mich vielleicht dann nochmal oben drauf setzen soll. Oder vielleicht auf einem anderen Kristall. Hier sind ja noch andere. Und oh, hier sind ja noch kleine Kristalle. Okay. Es juckt so fürchterlich. Mann, was ist denn los mit mir? Okay. Soll ich mich vielleicht da oben drauf setzen? Ich glaube, der sieht noch mächtig aus. Der hier ist ja beschädigt, dank Balui. Oh,
Ich sollte den Helm mal abziehen. Oh! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das nur auf meinem Kopf? Oh mein Gott! Ich sehe... Was ist mit mir... Was ist mit mir passiert? Komm! Zeig dich! Du musst mir was erklären! Komm bitte zu mir! Mann! Ich brauche deine Hilfe! Mir wächst was aus dem Kopf! Ich sehe aus wie ein Ochse! Oh Mann, ich fass es echt nicht. Was ist das? Gott! Werde ich zum Dämon? Mann, hat das was mit diesem Kristall auf sich gehabt, dass ich da drauf gesessen bin? Oh Gott. Oder, warte mal. Ich muss ganz kurz hier hinsetzen. Mir wird wieder total schwindelig. Oh Gott. Also... Garm hat ja irgendwas erzählt, dass ich ein Geschenk von Gaia bekomme. Ist das etwa mein Geschenk? Ich weiß nicht, werde ich zum Dämon? Hat das was mit Gaias Geschenk zu tun? Und ich habe es aktiviert, indem ich auf diesem Kristall drauf saß. Oh mein Gott, oh, ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts. Ich verlange jetzt sofort hier wieder mit Gaia zu reden. Komm zu mir, bitte. Oh, ich gehe wieder an die Stelle, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Das war, glaube ich... Dort hinten irgendwo. Ich bin mir nicht sicher. Das war in der Nähe von so einem alten Lager. Ich glaube, ja, dort hinten. Dort hinten habe ich das erste Mal mit Garm geredet. Oh Mann. Wenn ich das anfasse, das fühlt sich so fest an und ich kann es nicht rausreißen. Oh Gott. Mann. Naja. Ich kann es aber auch nicht irgendwie geheim halten, weil... Die gucken aus meinem Helm hervor. Oh Mann, ich kann mich so eigentlich nicht in der Stadt blicken lassen. Nachher bringen mich die doch um, weil sie glauben, ich bin ihnen böse gesinnt, was ich aber gar nicht bin. Ich bin auf gar keiner Seite. Mann, was ist... Oh Gott, nee. Nein, 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 nein. Ich muss... Garm! Garm! Zeig dich doch! Ich kann... So kann ich doch nicht in die Stadt gehen. Das geht doch nicht. Aber was wäre, wenn ich wieder auf den Kristall... Kann ich das vielleicht irgendwie wieder rückgängig machen? Oder kann ich die irgendwie einziehen? Das... Oh nein, das geht... Ich bin verzweifelt. Garm, bitte, ich brauch dich. Und so. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist... ich weiß nicht. Das ist irgendwie typisch. Irgendwie passt das zu mir. Ich habe keine Erinnerung. Gehe zum Feind... Der zum Feind meiner Freunde, aber was nicht mein Feind ist, und plötzlich stecke ich mittendrin. Ich hab Hörner am Kopf. Geil. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Also, ja, vielleicht gewöhne ich mich ja mit der Zeit irgendwie ran, aber ich kann trotzdem so nicht in die Stadt gehen. Jetzt stellt euch mal vor, oder. Man stellt sich mal vor, dass Revi mich vielleicht so sieht und dann tötet er mich. Dann verbannt er mich aus der Stadt. Das, nee. Das ist jetzt so ein Ding, wo ich sag, das will ich nicht unbedingt. So. Vielleicht sendet dieser Kristall hier noch irgendwas Besonderes aus. Komm schon. Spüre ich gar nichts, im Gegensatz zu gestern auf diesem anderen Kristall. Komm, Gaia, schick mir irgendwas. Schick mir irgendwelche Erinnerungen zurück. Oder mach mir die Hörner weg. Oh Gott. Ja. Okay. Das sieht... Also... Wow! Wow! Wow. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wer ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Hilfe!
Ich stürze, werde beim Baum des Lebens wiederbelebt. Und dort hängt ein Drache drin. Ist das der erste Angreifer oder was? Alter! Was ist da runtergefallen? Was habe ich getan? Wow! Was ist das? Oh mein Gott. Die Vorboten des Krieges. Sie greifen den Baum an. Nein. Oh Gott. Deswegen wurde ich wieder hierher gesendet. Das war Schicksal. Gaia, mit Hilfe des Kristalls, hat mich dazu gebracht, dort runterzustürzen, eines Todes zu sterben, um dort wiederbelebt zu werden, damit ich den Drachen töten kann. Das war ein Zeichen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.